11:07, hier ist Bremen 4, die Morgenshow, der Dicke und der Dünne. Ich weiß nicht, ob ihr von Wladimir Kamina das Buch Die Reise nach Trulala gelesen habt. Da berichtet er ja von einer Leserreise ins Bremen Vierland, genauer gesagt nach Worpswede, und macht sich seitenlang darüber lustig, dass hier Menschen mit einem Bollerwagen losziehen, sich betrinken und dann gemeinsam essen gehen. Naja, was so ein Russe halt lustig findet, das ist nicht lustig, das ist sehr ernst, und bei so einer Kohlfahrt muss man auch auf das ein oder andere achten. Freddy Radeke hat's zusammengetragen. Die allerwichtigste Vorbereitung für eine Kohlfahrt ist, dass man mit einem leeren Magen zum Treffpunkt kommt. Das Knurren wird vorläufig mit Bier oder Schnaps beruhigt. Doch bevor es zu den ersten Getränken kommt, begrüßt man sich natürlich erstmal liebevoll. Moin, moin. Ja, und dann geht's auch richtig los. Man hat natürlich dabei einen Riesenbollerwagen, der ist randvoll gepackt mit Alkohol, mit Bier, mit Schluck und Korn. Petra Bleischulz ist die Kohlfahrt-Expertin. Als Fleischereimeisterin in Edewecht produziert sie mit ihrer Firma täglich 5 Tonnen Pinkel und 4 Tonnen Kochwürste. Bevor man davon aber überhaupt erst ein Gramm essen darf, verlangt die Tradition einen kilometerlangen Fußmarsch. Ja, man braucht natürlich eine schöne, ausgesuchte Strecke durch Wald und Flur. Und da gibt es natürlich noch viele, viele andere Utensilien, die man auf gar keinen Fall vergessen darf. Partymusik und ein Ghetto-Blaster. Erstmal muss man gute Laune haben und guten Appetit. Ein festes Schuhwerk. Stoffhandschuhe mit ganz großen Plüschdingern dran. Kohlfahrt kann man sich auch peinlich anziehen, das ist ja sowieso egal. Peinlich gekleidet, so voll wie noch nie. Und überdurchschnittlich gute Laune sind dann die beste Voraussetzung, um außergewöhnliche Spiele zu spielen. Es gibt Spiele wie Teebeutel, Weitwurf. Pfeif mir ein Lied. Kartoffelhockey. Spaghetti, Macaroni, Federfußen. Bockwurstspiel. Oder Löffel mit Klamotten. Und man darf natürlich das Boßeln nicht vergessen. Ja, beim Boßeln geht es darum, dass man in möglichst wenig Würfen eine sehr, sehr weite Strecke zurücklegt. Natürlich dürfen die Gewinner zur Belohnung immer einen Schluck Schnaps zu sich nehmen. Und die Verlierer, ja, die müssen dann immer einen Schluck Schnaps zu sich nehmen. Diese Spiele werden ausgeführt, zum einen natürlich, um den Spaßfaktor zu erhöhen, aber zum anderen muss man ja auch eine Kohlkönigin und einen Kohlkönig wählen. So, die Sieger dieser Spiele, die werden dann gekürt, was natürlich bedeutet, dass die fürs nächste Jahr wieder die nächste Kohltour organisieren müssen. Andere machen es aber auch so, dass im Saal die beiden gekürt werden, zum Beispiel dadurch, wer am meisten isst oder wer am langsamsten isst. Wer es dann nach einigen Stunden tatsächlich bis zum Lokal geschafft hat, darf dann endlich seinem Kohldampf ein Ende setzen. Ja, zum klassischen Grünkohlessen gehört natürlich selbstgekochter Grünkohl, Kasseler Kochwurst, Pinkel und natürlich etwas Speck. Und wenn man das alles nicht mag, dann kann man auch noch das Ausweichessen wählen. Ja, oftmals werden Schnitzel und Bratkartoffeln oder ähnliches geboten. Ja, aber das ist uncool. Zum Grünkohlessen isst man Grünkohl. Und dann geht's los mit Kopfschmerzen. Kohlfahrt sollte nicht nur für den Tag sein, sondern auch bis spät in die Nacht und bis sogar am Morgen. Kohlfahrt aber richtig. Tipps von Freddy Radeke. Hier ist Bremen 4, die Morgenshow, der Dicke und der Dünne. 14:07.